So, herzlich willkommen zurück, liebe YouTuber. Da sind wir wieder. Wir haben ja zum ersten Mal eine Rakete abgeschossen und die ist auch mal gelandet. Hey, Daumen nach oben. Jetzt haben wir ja neue Technologien und so weiter. Damit könnten wir jetzt versuchen, ein bisschen weiterzukommen, mal auch mal so einen Orbit hinzubekommen, etc. Oh, wir haben ja schon fast eine Mille auf dem Konto. Nicht fast, wir haben einen Müll auf dem Konto. Bereich Forschung, was haben wir denn? Nichts dazu bekommen. Aber einen neuen Fallschirm. Sups. Kann man diese Versorgungskapsel wegmachen? Dann nehme ich jetzt mal diese hier. Okay, viele würden sagen, das Ding ist aber ein Flugzeugcockpit. Ist mir scheißegal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das andere leicht buggy ist. Na, mich rausgesippt. So, wir haben auch neue Treibstofftanks. Also wenn wir den rundigen Scheiß erstmal wupp ab über Wupper schicken. So, und ein Hitzeschild darunter gebastelt. Tada! In der Hoffnung, dass es besser wird alles. So, haben wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt sagen, wir müssen es mitnehmen? So, den lege ich mir schon mal raus, den brauchen wir gleich. Zwei Dinger, das sieht gut aus. Dazu kommt ein kleines Triebwerk. So. Jetzt sind wir schon wieder zu schwer. Gut. Aber das ist mal weg. Ah, 7 Tonnen wiegt das Ding. Ne, wir haben auch bei 20. Mist. Das Ding wiegt 3,5. Na, 3,6. Wären wir dann bei 16. Den können wir mitnehmen. Da packen wir da drunter jetzt einfach noch einen Booster. Als wenn wir es hätten. Wo haben wir denn da? Nehmen wir den kleinen Booster. Ups. 16,7. Center of Mars haben wir da oben. Das ist gut. Dann werden wir da noch ein paar kleine Hilfsflügelchen dran batschen. Ups. Ich würde sagen, für diesen Bereich hätten wir dann alles. Wir machen es einfach so. Den schönen Bergung, den schönen Container da drunter basteln. So. Hier einmal öffnen. Ich will davon nur einen haben. Für den Scan können wir auch zwei mitnehmen. So. Zack, Klappe zu. Dann sind die Dinger schon mal ein bisschen mehr geschützt. Dafür sind die Base da, da kann man auch Batterien reinsetzen und so weiter. Alles, was man so ein bisschen vor der Hitze schützen möchte. Aber ich bin ja manchmal so ein bisschen Schisser jetzt mittlerweile, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, was das Update bei mir so bewirkt hat. Ich nehme jetzt einfach nämlich nochmal ein Fallschirm mit. Ups, zwei Stück. So. Dann einmal kurz die Ränge durchgucken.
Was haben wir da? Wir haben den Booster, genau, dann wird das abgesprengt. Da können wir das direkt in die Stage reinziehen, dass der direkt anfängt. Dann haben wir jetzt, das war der Decoupler. Da können wir den Booster damit reinmachen, da wird das Oberteil abgesprengt. So. Und dann wollen wir mal gucken, was das Ding auf der Startbahn macht. Daumen drücken. SAS an, Triebwerk mal Vollgas. Na, Jebediah, jetzt geht's wieder los. Ach, jetzt haben wir gar nicht nach Aufträgen geguckt, was wir zur Zeit noch an Aufträgen zur Verfügung hätten. Weil Karrieremodus ist immer so eine Sache, da muss man immer viel auch nach dem Geld gucken. Bis jetzt sieht schon mal nicht mehr schlecht aus. Da, dann geht das Ding wieder nach oben. Zehntausend, da könnten wir jetzt eigentlich schon mal ein bisschen. Ich hoffe nicht. Oh, ich sehe gerade. Ich hoffe mal, dass gleich das kleine Triebwerk da mitspielt. Und er spielt nicht mit. Nein, das ist so klein. Mist. Ja, vielleicht haben wir ja Chancen, wir kommen noch in die nächste Schicht rein. Dass er dann genau den geringeren Luftwiderstand bekommt. Dass er dann anfängt, stabiler zu werden. Ja, wird schon mal, aber hält schon mal ein bisschen besser die Geschwindigkeit. Na, steigt sogar jetzt wieder. Er hat wieder ein bisschen mehr den Aufschwung gekriegt. Ja, 2 Sekunden, also 2 Liter pro Sekunde. Können wir noch 100, also 1,5 Minuten können wir locker noch brennen. Nur da kann die Electric Charge, also da kommt er nicht hinterher, die wieder aufzufüllen. Das kleine Triebwerk. Einerseits, wir könnten auch so einfach mal versuchen, jetzt hier vorne Wissenschaftspunkte zu sammeln. Dass wir jetzt gar nicht mehr sagen, wir steigen großartig, sondern wir versuchen jetzt direkt hier in den Berg auch runterzukommen. So, das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir versuchen in den Bergen runterzukommen. So, und stopp. Bums. So.
so ein bisschen höher einstellen, weil die Berge sind auch alle etwas höher. Haben wir jetzt alle? Wir haben den. Den haben wir noch allein. Na, ah, das war mein Hintergrund. Ja, wir sind aber schon zu weit gewesen. Ja, der schießt über das Ziel drüber hinweg. Find mal die Linie doch hier vorne und nicht da hinten. Na egal, haben wir das Hochland jetzt. Können wir ein paar Punkte im Hochland sammeln. Okay, wir können wieder. Ach, scheiße, das war zu früh gestartet. Nein, es klappt. Das meine ich mit Let's Fail. Irgendwie, ich nehme hier auf und direkt... Fail. Ihr denkt auch, echt Kack-Noob. So, das kommt weg. Wir werden das Ganze mal drehen, kurz. So. Jetzt habe ich die Flügel zwar oben, aber mal sehen, das wird schon klappen, das wird schon schief gehen. Das war jetzt die Witze, die Mountains erforschen können. Das hat er wieder. Das habe ich vergessen, die Stages wieder zu ändern. Na, egal. Ups. Da brennen wir jetzt einmal durch. Frosten sieht das richtig, das Ding. Fängst du dich wieder? Ansonsten muss ich Plan B nehmen. Nein, Thomas, nein. Das klappt doch echt. Wir machen es jetzt ganz einfach. Wir wollen ja nur hoch in die Berge. So. Also wie gesagt, ich faile richtig. Also das ist... Könnte mich auch gerne flamen dabei oder so. Also es ist schon... Boah. Also könnt ihr euch vorstellen, was das für Mammutaufgaben für mich werden, das Ding irgendwie auf den Mond zu bringen später. Ich weiß auch nicht, was heute da mit Zungenbrecher. Was heute hier mit mir los ist. Also so schlimm wie heute, das war es ja schon lange nicht mehr. Nochmal zurück. Nochmal auf Anfang. Das kann es doch nicht sein. Also ich frage mich...
gehen wir mal jetzt erstmal ein bisschen in Höhe. Wir wollen ja nur da hinten jetzt wirklich in die Berge runterkommen. Das kann wohl jetzt nicht so allzu sehr schwer sein. Hast aber wieder vergessen, Fallschirm auf hoch zu stellen. Was sie schon früher auslösen sollen. Weil die Berge sind, wie ich schon mal gesagt habe, schon hoch. Ja, wir werden auch noch später auch anständige Sachen machen. Aber momentan ist aber heißt Forschungspunkte sammeln. Damit wir eben auch die benötigten Sachen haben für eine Mondlandung etc. pp. Ja, und schieß schon wieder drüber hinweg. Ich war wieder zu schnell. Man kann nun leider nicht anders alles haben. Ja, aber vielleicht schaffen wir die Witze, das Hochland noch zu bekommen. Ansonsten müssen wir echt Plan B mit dem Rover darüber. Das bringt ja sonst nichts. Jetzt die ganze Zeit irgendwelche Versuche hier hinzuzimmern. Und hopp, und hopp, und hopp. Na komm runter, mein Baby. Können den ersten Behälter schon mal mitnehmen. In 40.000 Meter. Also den Berg werden wir definitiv nicht erreichen. Aber Hitzeschild, der bringt schon was. Also hier ist nichts am Glühen, am Machen oder sonst was. Wir haben bis 8000 Meter. So, gleich können wir die Fallschirme auch auslösen. Genug so gebremst. So, jetzt heißt es mal Zeit beschleunigen, weil jetzt dauert es lange, bis wir unten sind.
Hitzeschild noch intakt. Das ist gut. Den Rest stehen wir jetzt. Können wir mal Spaß haben mit den Bremsen anziehen. Ja, okay, ich kann es auch rauslassen, weil bringt ja eh nichts. Da, 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 da. Wir kommen falsch rum, sehe ich gerade. Dann landet auf dem Dach. Ob das die Kabine aushält? Na, mal gucken. Ach, da oben drauf, das wäre jetzt auch noch schön. Aber das müsste jetzt eigentlich, wo wir jetzt gleich landen, die Highlands sein. Das Hochland. Bums. Zeitbeschleunigung raus. Materialbehälter analysieren. Hier erstmal öffnen. Den analysieren. Ein Statusbericht. Sups. Okay, ich kann hier nicht aussteigen. Machen wir dann beim nächsten Mal. Müssen wir eh zweimal hier. So. Und Gerät bergen. Mal sehen, was das jetzt wieder an Forschungspunkten gebracht hat. Ich hoffe mal ein bisschen was. Und wir haben wieder 58. So. 58, jetzt kommt die große Gewissensfrage. Komm, brauchen wir gar nicht nachgucken. Wir hätten Rede und eine. Wieder die Qual der Wahl. Wissenschaft oder unseren Rover-Technologie. So, ah, Augen zu. Ah, ich habe geklickt. Ah, Scheibenkleister. So, aber nichtsdestotrotz. Für diese Folge ist jetzt erstmal wieder finito. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüllidö und tschümmidö.